Shalvea näht. Heute ein T-Shirt mit Spitzeneinsatz. Das ist das gleiche Muster wie der Drache, den ich gemacht habe. Den lege ich hier auf den Vorderstoff. Der ist ganz schlichtes Blau. Und zwar mache ich hier nur das halbe Vorderteil. Das hat hier so eine Markierung. Das wird dann ausgeschnitten entlang der Kanten. Und dann mit Knipsen versehen. Das Rückenteil wird komplett gemacht. Auch wieder ganz schlicht. Ganz einfacher blauer Jerseystoff. Und auch hier ganz wichtig die Knipse wieder drauf, damit man das hinterher findet. Jetzt kommt das Besondere. Hier ist ein Spitzenbesatz. Dazu gibt es hier dieses Besatzteil. Und hier habe ich den ersten Fehler gemacht. Ich habe es zu knapp hinterher abgeschnitten. Wenn ihr mit Spitze arbeitet, tut euch den Gefallen. Lasst einen Zentimeter überall extra Luft. Ihr braucht das zum Umschlagen. Hier haben wir einen Nähvlies, der hilft, diese gelöcherten Kanten sauber mit zu verschließen. Den habe ich da drauf gepackt, zwischen die zwei Ebenen, damit ich überhaupt irgendwie greifen kann. Der ist wasserlöslich, der geht hinterher weg, das ist kein Problem. Jetzt werden die Vorderseiten, habe ich genäht mit der Overlock, auch hier nicht unbedingt so klug. Ich habe einen weißen Faden genommen, dann habe ich die Nähkante nochmal umgesteppt, damit der Faden unten bleibt. Das hat aber leider nicht überall richtig funktioniert. Da musste ich hinterher ein bisschen tricksen. Dann stecke ich mir entlang der Knipse die T-Shirt-Teile zusammen. Und auch hier für die Schultern habe ich wieder dieses Nähvlies eingearbeitet. Stückchen für Stückchen die Seiten noch zusammen. Und dann auch hier wieder mit der Maschine über die Kanten drüber. Sagt hier mit der Overlock, diese Spitze hat so große Löcher, ich habe mir das quasi permanent selber wieder auseinandergezogen. Dann habe ich hier die Teile für die Ärmelsäume und den Halssaum geschnitten. Die werden dann zusammengepackt, hier jeweils zweimal für die Ärmel, einmal für den Hals. Die nähen wir zusammen. Schön doppelt drüber, damit da nichts passiert. Und dann werden die in die Ärmel gesetzt. Links und rechts. Und in den Hals auch. Und hier in den anderen Ärmel. Und dann wird das genäht. Einmal rundherum. Das ist im Wesentlichen Fleißarbeit. Und dann mache ich hier unten den Saum. Einmal umklappen. Nochmal umklappen. Kann man auch bügeln, wenn es einem lieber ist. Dann mit der Jersey-Doppelnadel richtig um den Saum rum oder mit einem dehnbaren Zickzackstich, weil sonst wird das ausreißen. Und das ist nicht schön. Hier kann man jetzt sehen, Doppelsaum. Ganz schick. Schön geworden. Dann werden die Ärmelbesätze umgebügelt nochmal nach innen rein, damit es dicker ist und fester ist. Und vor allem, damit die Spitze nicht ausreißt. Könnt ihr hier sehen, dass man da den Faden noch sieht. Und dann habe ich jetzt das Vlies ausgelöst. Und dann hatte ich Löcher drin. Da musste ich dann, das habe ich euch jetzt nicht gezeigt, aber ihr seht hier auf der Schulter ist eine extra Blume. Auch am Kragen sind ein paar. Hier, wenn man guckt, hier vorne. So. Und das habe ich jetzt repariert, indem ich einfach Spitze ausgeschnitten und darüber geklebt habe. Also genäht. Und jetzt hält's. Aber deswegen macht nicht den gleichen Fehler. Und viel Erfolg beim Nachnähen.